Herzlich willkommen bei der Schaubmaler AG. Ich bin Fabienne Schaub, Malermeisterin in 5. Generation. Wir sind seit 1900 ein Familienunternehmen. Ursprünglich in Zürich gegründet, sind wir heute an 4 Standorten zu Hause. In Zürich-Hirslanden, in Zürich-Oerlikon, in Wetzikon und in Zumikon. Von dort aus malen wir, spritzen und gipsen. Mit dem Malerservice renovieren wir Ihre Wohnung. Mit dem Gipsenservice reparieren wir den Wasserschaden oder den Fassadenverputz. Und mit dem Graffiti-Service schützen wir Untergründe und entfernen die Sprayereien. Heute erzählt Ihnen unser Graffiti-Experte Alfred Lesi mehr über die verschiedenen Arten von Graffiti-Schutz. Anschliessend zeigen wir Ihnen, wie sich Sprayereien fachgerecht entfernen lassen. Herzlich willkommen hier zu Wetzikon. Wir vom Graffiti-Team haben uns hier etwas überlegt und zeigen euch 3 verschiedenste Arten von Graffiti-Schutzes auf einem einfachen Sichtbeton-Mauerwerk. Wie man es entfernen kann, wie der Schutz wirkt. Und fangen mit einer Spezialreinigung an, wo man Algen und Moos bekämpfen. Man hat hier die hintere Mauer eigentlich extra so Stahl. Man sieht, wie verschmutzt die war. Und ab dieser Fläche sieht man eigentlich, wie gut da die gereinigt worden ist mit dem speziellen Behandlungsmittel, das wir haben. Auf der zweiten Fläche hier haben wir einen permanenten Graffiti-Schutz drauf, wo man Graffitis relativ einfach wegnehmen kann. Auf dem Boden haben wir einen Vlies, wo die groben Staubpartikel, respektive die grosse Fläche, abfangen tut, das Wasser filtern tut. Damit wir nicht so viel Abfall am Boden haben. Der semi-permanente Graffiti-Schutz ist in Prägnierung und Opferschicht zugleich. Das heisst, zum Unterschied vom permanenten muss man dort den Schutz der Opferschicht wieder ergänzen. Haben wir einen Fall, wo Bitumen-Spray, lösemittelhaltige Sprays vorhanden sind, respektive gesprayt worden sind, muss man die Schattierung versuchen, dann wegzunehmen. Nebenzu hat er jetzt einfach weggenommen, ohne etwas vorzustreichen. Behandeln. Man sieht, es kommt gleich gut weg. Es geht darum, zu zeigen, dass man sonst auch chemisch ein bisschen dahinter kann, mithelfen kann. Dort, wo es nötig ist. Oder? Je nach Graffiti, das drauf ist, kommt es besser oder schlechter weg. Hat es die Möglichkeit, dieses oder jenes Graffiti-Entferner draufzustreichen? Das ist immer untergrundabhängig. Darum braucht es von uns eigentlich immer einen kleinen Vorlauf, was ist das Richtige, was nicht. Wir haben, ich sage jetzt mal, ziemlich viele Mittel dabei, dass man vor Ort auch gerade reagieren kann und nicht extra hin und her fahren muss. Dort haben wir jetzt den Fall, wo wir einen temporären Graffiti-Schutz drauf haben. Eine sogenannte Opferschicht. Nur Opferschicht auf einem bloßen Untergrund. Das wird jetzt ohne jegliche Hilfsmittel entfernt. Und wir sehen es gerade. Er pumpt das ab, es kommt fast nichts runter. Und wir können es dann bei uns intern weiter spalten und sauberes Wasser dann eigentlich wieder ablassen. Wir haben hier 3 verschiedenste Arten an Graffiti-Schutzes. Das sind eigentlich so breit gefächert, dass es Untergrund abgestimmt sein werden muss. Oder? Also es ist nicht ein Graffiti-Schutz für alles, sondern man muss eigentlich immer vor Ort schauen, da braucht es mich vor Ort. Welcher Graffiti-Schutz wo nötig ist, wie entfernt man es, was braucht es für Mittel, damit die Leute, also vor allem die Herren, dann vor Ort gerade vorbereitet kommen. Oder? Wir haben auch Fälle, wo wir im Gewässerschutz in der Nähe arbeiten, wo nichts mit Wasser darfst, Graffiti entfernen oder Flächen, die halt nur anders weggehen. Dafür haben wir eine feine Sandstrahlanlage. Das Gute daran ist, man hat fein, mittel, grobe Mittel zum Sandstrahlen. Je nach Untergrund können wir es auswählen. Oder? Es braucht eine saubere Schutzkleidung. Er hat eine Maske an, mit der Frischluftzufuhr hinten rum, dass es auch gesundheitlich und respektive SUVA-konform ist. Wir können es nachher auch von Nähem anschauen. Es ist wirklich weg, fein, abrasiv. Was jetzt auf diesem Untergrund geht, wiederum auch hier, es geht nicht überall alles. Aber meistens ist es Naturstein, wo das vor allem auf Gewässerschutznähe erlaubt. Genau. Kann man das auch auf gestrahlten Beton oder gestockten Beton? Oder der Graffiti-Schutz? Ja. Kann man das auch? Ja. Es kommt immer darauf an, ich sage immer, wo ist es? Ist es eine Wohnüberbauung?
dann ist es dieses. Ist irgendwie Altbauliegenschaft, Denkmalschutz gepflegt, ist es dann der Graffiti-Schutz. Und darum braucht es halt wirklich eine Besichtigung vor Ort. Das ist ein massgefertigtes Instrument für uns zum Arbeiten. Da haben wir den Mischbus. Farbtyp haben wir Silikonharzfarbe und Mineralfarbe von unserem Lieferant. Es hat ein Farbmessgerät. Momentan ist es der. Also von dem ist es heute so etwas. Wir können da die Rezeptur eingeben und können da die Farbmischung eigentlich ganz genau 90%. Der letzte Tüpfer braucht es noch von Hand. Aber 90% reichen schon. Unsere Leute sind Profi genug, die können das ziemlich gut nachmischen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Merci vielmals. Merci.